Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 23 von Simotrans mit dem Comic Pack. Wir sind hier in Eislingen und der Zug fährt da unweg und wir wollten gucken, wie die Auslastung ist. Wer fährt auf jeden Fall nach Öhr? Das war ja auch letztes Mal erledigt. Da hatten wir auch mit der Lilienweg oder Straße, wie es da auch immer heißt, hatten wir da auch ein Problem. Und da müssen wir schauen, dass wir das alles jetzt mal hier kontrollieren. Hier sind 43 Leute drin von 111. Da müssen wir schauen, wie die Auslastung ist. Das hatten wir letzte Folge ja gesagt. Okay, dann würde ich sagen, nach dem Intro schauen wir uns den anderen Zug, den wir da auch noch haben und so, auch an. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, also der hat hier 43 Passagiere von 111, hat knapp in runden Zahlen fährt er. Naja. Da müssen wir schauen, dass wir das hinkriegen. Und WSD ist schon mal falsch. Das habe ich zum Glück gerade noch gemerkt. Wir müssen jetzt den zweiten Zug finden, der hier irgendwo unterwegs sein sollte. Da ist er. Wie sieht die Auslastung bei dem aus? Oh, 14. Und er fährt fast 4,5 fährt er miese ein. Okay. Wie viel stehen denn hier unten, wo er hinfährt? Okay, da sind 61 Passagiere wartend. Erlkönig, Erlkönig, Jan, überreden, ja. Alles 61 Gäste, die mit dem Zug fahren wollen. Das ist schon mal gut. Hier ist nichts außer, also hier ist alles abgedeckt. Dann passt das auch. Wie wollten wir denn da weiterfahren? Zur orthodoxen Kirche wollten wir da bestimmt nicht weiterfahren, ne? Hier Dingens, Bad Zwischenahn ist nicht angeschlossen und Naumburg ist auch nicht angeschlossen. Da würde sich das ja anbieten, hier einen Hafen zu machen und darüber zu fahren, oder? Aber Lohn tut das dann auch nicht. Doch. Weil die müssen ja hier hinten rumfahren. Da wäre eine Verbindungslinie dann machbar. Oder wir fahren definitiv hier hin und bauen hier einen Hafen mit Zuganbindung und Schiff fährt hier rüber. Und Schiff kann ja schon hier rüberfahren, weil da fährt es ja schon hoch, ne? Wie sieht es denn hier mit der Auslastung aus? 3 Passagiere? Ja, nicht so doll, ne? Was läuft hier? 28 warten. Davon wollen welche wohin? Nach Naumburg-Rathaus. Alle wollen nach Naumburg-Rathaus. Naumburg war hier unten, oder? Weil das der nächste Ort ist, ja. Und möchte denn hier einer an der Weiterstadt fahren? Auch einige hier jetzt dann. Ja, da müssen wir dann mal gucken, wie das weitergeht, ne? So wie diese Kutsche hier. Oh, nur einer drinne. Wie kann das sein? Wie wir sind denn auf der Linie an Kutschen? 3. Ist auch nicht so dolle bei der Länge des Wegs. Ja, da müssen wir jetzt nochmal überlegen, was wir da machen, ne? Also ich wäre jetzt tendenziell der Meinung, dass wir hier von Zittau aus hier einen Hafen anlegen, der hier liegt ungefähr, und dann darüber fahren. Das wäre zu überlegen, weil es gibt keinen Weg, also es gibt schon einen Weg, dann müsste man hier lang fahren, ne? Sehr weit rum ist das. Also die beiden Kutschen hier, die. Der hat noch nicht mal wen drin, noch schlimmer. Wieso ist denn da keiner drinne dann? Und hier standen ja einige für Weiterstadt, ne? Oder sind die erst angekommen, als sie losgefahren sind, weil dann wurde wieder erkannt, ah, da gibt's eine Kutsche, die da lang fährt. Hier vorne fährt auch noch einer. Auch keiner drinne. Das ist nicht schön. Fährt hier nach Weiterstadt, ne? Hier ist Öhr. Wie viele sind denn da am Bahnhof jetzt? 6. Die 6, die wir letztes Mal gesehen haben, wahrscheinlich. Oder hier noch welche? Ah, ja, doch, da sind noch 3, die da warten. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, ne? Sind das hier noch die. Ne, sind nur 2 drin, die über Öhr, die Lilienstraße dann da ausgesteigen werden. Okay, das wird da sich erst mit der Zeit rentieren wohl. Ja, da müssen wir jetzt definitiv überlegen, was wir da tun. Aber ich schätze mal, wir werden hier vielleicht die
Bahnlinie, die jetzt zwar nach hier unten zeigt, aber das auch jetzt nicht so wild. Fahren wir hier rum und machen das hier, oder? Den Berg wollte ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen, ne? Vielleicht fahren wir hier rum. Lass uns da ein paar Gleise legen und schauen, dass wir hier hinkommen. Vielleicht hier so. Oder der Hafen ist da. Eigentlich eher hier hin, ne? Ich würde das jetzt mal hier so starten wollen. Machen wir und da lang. Ja, machen wir so. Bahnsteig dann dahin. Machen wir erstmal so. Zitterauwald ist das dann. Dann brauchen wir dort noch einen Hafen. Hafenanlage und Kanäle. Hölzerner Anleger. Halte können auf geraden Ebene geeigneten Wegen gebaut werden. Was will der mir jetzt sagen? Das geht nicht. Jetzt haben wir wieder das Ding, wo ich nicht weiß, wie man das baut, aber das, warte mal, ist das Hafenanlage? Ist das denn das Richtige? Ja, ist es eigentlich. Vielleicht muss ich den nehmen, ne? So sieht's aus. Gut, die Anlegestelle war dann das Richtige. So, das bedeutet, das ist jetzt ein Hafen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal auf die Karte. Nee, auf die Karte. Und ich glaube, hier war das Schiffsdepot, ne? Genau so ist es. Kein Fahrplan vorhanden, Fähren. Wieso haben wir keine? Ach so, hier, das ist. Da gibt's schon Fähren, ne? Oh, jetzt habe ich die Schleife schon gekauft. 80 Passagiere. Das ist schon mal eine Hausnummer. Ich glaube, wir müssen die anderen dann da runternehmen. Die kleinen und hier, das ist ein Postschiff. Während das hier ein Passagierschiff ist. Fahrplan. Fahrplanlinie. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da hinkommen. Hier hin. Und der zweite Stopp ist da. Der ist da. Gut, haben wir. Ja, fährt hin und her, ne? Und das ist Motorschiff. Zittau Hafen. Komma. Nee, nicht Komma. Bindestrich. Bad Zwischenahn. Hafen. Aber eigentlich brauchen wir das Hafen. Komm, das kann wegbleiben. Ist klar, dass es ein Hafen ist eigentlich, oder? Und fertig, würde ich sagen. Ah, wir haben nicht Enter gedrückt. Hat gut geklappt. Shit. Linie 4. Ja, wir nehmen Linie 4, weil das die richtige ist. Die müssen wir aber gleich noch umbenennen. Das Schiff ist drauf und er kann starten. So, lass uns mal gerade gucken. Das schließen, das auch schließen und das anpacken, dass wir das haben. Und jetzt gehen wir hier in die Linienverwaltung und müssen nochmal MS ändern. Hier Linie 4. Doof gelaufen. Bad war sowieso falsch, ne? Zittau. Im Alphabet ist zwar zwischen an weiter vorne, ne? So, Schuss. Linie geändert, läuft. Schiff fährt. Haben wir es erstmal. So, jetzt müssen wir aber noch dahin zum Hafen. Ah, ne, da nicht, sondern da. Und wir müssen jetzt noch die Zuglinie ergänzen. Da ist er.
Das ist die Linie. Nee, mach dazu, machen wir doch besser hier auf. Das ist Personenzug Mettmann Jena Zittau. Personenzug Mettmann Jena Zittau. Das ist der, da ändern wir den Fahrplan noch. Da kommt jetzt noch hier einfügen. Ich hoffe, das ist die richtige Stelle zum Einfügen. Okay. Zittau Hafen kommt da rein. Zittau Wald, Jena Rathaus Zittau Wald war jetzt falsch. Das heißt, oh, das ist super, oder? Das geht super hier. Ah, jetzt hat es geklappt. Und einfügen, und dann muss ich den da einfügen. Ups, ein zu viel. Zittau Rathaus war aber auch falsch. Einfügen. Ne, hinzufügen wäre auch falsch. So, jetzt schnell dahin. Zittau Wald. So, jetzt Mettmann, Jena, Zittau Rathaus, Wald, Zittau Rathaus, Jena, Mettmann. Passt. Der fährt nun da noch nicht hin. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Muss ich auch erst Fahrgäste anbieten, ne? Aber warte mal, wenn wir schon hier sind, das war die Linie, die kriegt jetzt noch ein Minus mehr und Zittau Hafen geht hier rein, weil da definitiv nicht Motorschiff steht, sondern Personenzug steht, ne? So, dann haben wir das. Okay, fertig. 8791, ne, da fahren richtig schlechte Zahlen. Dann müsste es aber Kassen sein, oder? Jetzt müssen wir mal gerade gucken, ob es hier schon irgendwelche Leute gibt, die irgendwo anders jetzt hin wollen. Über Bad Zwischenahn Rathaus. Zittau Rathaus über, ja, das ist doch genau das, was wir gerade hatten, ne? Jetzt ist er natürlich in der Kutsche eingestiegen. Diese Kutsche müssen wir jetzt gerade mal einmal aufmachen und da, wenn wir die haben, dann sehen wir, dass Zittau Rathaus über Zwischenahn Rathaus fahren die jetzt. Gut, das passt. Das heißt, die Schifffahrtslinie ist hier schon angenommen. Jetzt heißt es hier, die Kutschen suchen. Weil die sind doch über, ne? Also wenn da einer noch drin ist, ist alles schön. Dann kann der auch bleiben. Dann wird der Fahrzeugfahrer wird vom Bildschirm entfernt, sobald dieser leer ist. Genau. Und da oben ist noch einer. Fahrzeug wird ausgemustert, wenn er weg ist. Passt. Und dann ist hier noch irgendwo einer am Rumfahren. Da. Und ausmustern. Dann haben wir das Geld für wiedergekriegt, alles ist gut. Wir hoffen, dass ja dann auch mal irgendwann andere Fahrzeuge kommen werden. Ja, auf der Linie dürfte jetzt noch der eine Kutsche hier sein, ne? Ist auch so. Dann passt das schon mal. Die dürfen jetzt woanders lang fahren, weil das diese Strecke hier unten einfach zu lang ist. Mit der orthodoxen Kirche haben wir natürlich ein Ziel da drauf. Warte mal. Dann lass uns diese Regionallinie ändern. Fahrplan. Ja, der fährt zur orthodoxen Kirche. Das heißt, der fährt jetzt hier Naumburg, kann raus. Die orthodoxe Kirche ist doppelt. Ich glaube, der fährt jetzt aber die da an, ne? Ja, ich glaube, so ist es richtig. Dann wird wenigstens die Kirche noch einmal angefahren. Und eine Kutsche würde da auch reichen. Das heißt, das Ausmustern noch mal weg. Mal schauen, wie viel Millionen Miese die nachher einfährt, ne? Sehen wir dann. Okay, ja, das heißt, wir haben hier verlängert. Das funktioniert erstmal auch, würde ich sagen. Er fährt jetzt hier wo gerade lang? Da. Wir können den mal ja verfolgen und machen den mal gerade schneller hier.
Zittau, Jena, Hainburg, über Jena, über Jena, über Jena, über Jena, über Zittau. Ah, okay, da war jetzt nichts. Jetzt haben wir hier Jena. Zittau, Zittau, Bad Zwischenahn, Rathaus, über Zittau, Wald, Bahnhof. Drei Passagiere, sehr schön. Das funktioniert schon mal. Jetzt kommen wir noch nach Zittau. Und jetzt fahren Sechse mit dem Zug darüber. Das heißt, das ist schon angenommen. Das heißt, den können wir mal gerade weglassen und gucken, wo der ist. Ist das hier unten schon mal Zwischenahn? Oh ja, und wer fährt wo zuerst hin? Zittau Rathaus? Ne, hier oben sind wir. Zittau Waldbahnhof. Das ist schon mal gut, weil da stehen ja schon mal sechs Gäste, ne? Ja. Jetzt müssen wir nur mal gucken, was steht denn hier unten bei Bad Zwischenahn am Hafen? Zittau Rathaus. Einige. Sehr gut. So, das heißt, wir verfolgen gerade mal das Schiff. Und da sind noch einige andere, die wir dann auch noch austauschen müssen. Aber das machen wir, denke ich, mal in der nächsten Folge, die auszutauschen. Okay, die sind, wie man sieht, die kleinen Schifflein sind zwar schneller, aber ich glaube, die 80 sprechen doch dafür, ne? Ist das hier ein Vogel oder was, der da fliegt? Und da auch noch einer? Könnte sein, ne? So, die fährt hier richtig miese ein jetzt. 12.000. Keine Passagiere gerade drin. Jetzt haben wir 34 von 126. Schauen wir mal, wie das hier weitergeht, oder? So, hier steigen jetzt keine ein. Warum nicht? Warum sind da keine eingestiegen? Da stehen doch sechs, oder? Was haben wir jetzt wieder falsch? Falschen Anleger wetten. Ein Alsterdampfer, sehr interessant. Der sollte also nicht auf offenem Meer fahren. Ja, ist hier alles Binnenschifffahrt hier. So, jetzt hat das nicht geklappt. Was passiert jetzt hier? Da steigen 29 ein. Warum stiegen auf der anderen Seite keine ein? Sind die schon schwimmen gegangen oder was? Da unten 13. 15.000 Miese. Wow. Wann kommt unser Anleger, unser Hafen? Hier wird es ja schon heller, da muss das ja gleich kommen. 63 Passagiere warten, alle nach Bad Zwischenahn. Ah, jetzt gehen sie rein. Warum eben nicht? Keine Ahnung. Aber das ist schon mal gut. Oh. Oh. So viel Miese. Puh. Ob wir da hier unten ein Problem kriegen? Aber der ist fast voll. Ich hoffe, der fährt jetzt gleich plus. Das wäre richtig schlecht. Aber der ist jetzt weit über den Hafen, über das Meer geschippert, ne? Alter. Da kam nichts mit Gewinnen jetzt rein. Und da unten sind 30.000 Miese. Okay, das ist jetzt nicht so toll, ne? Ich glaube, die Alsterschifffahrt, die ist dann doch zu teuer. 655 pro gefahrenen Kilometer. Etwas mehr. Nee. Langsam. Pause. Finanzen. Wo ist unser Firmenwert? Betriebsgewinn? Gesamtvermögen? 43 Millionen? Fahrzeugwert? Okay. Marge ist ganz schlecht. Ich glaube, er hier fährt da doch nicht lang. Der ist zu teuer. Wo sind die anderen Schifflein? Die kleinen? Ist hier gerade eins da? Nee, ne? Da sind welche, oder? Kostet 17 Cent den Kilometer und nicht 655. Das bedeutet, ausmustern. Den will ich gar nicht mehr haben. Einmal muss ich noch, damit die übers Meer sind, ne? Das werden wir wohl noch schaffen.
Okay, dann werden wir uns das in der nächsten Folge weiter angucken. Da haben wir jetzt richtig Mist gebaut. Mit den Kosten können wir natürlich nicht umgehen, das ist klar. Haben jetzt richtig Geld verloren wahrscheinlich dadurch, wenn der es damit zu tun hat. Und ich gehe fast davon aus. Schade drum, aber naja, ist halt so. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.